Was passiert mit meiner Rente, wenn ich in den Knast muss? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage reinbekommen von einem Rentner, der sagt, ich bin 67 Jahre alt, habe eine Rente von über 3.000 Euro und ich muss jetzt in den Knast, also in die JVA. Die Vollstreckung geht wahrscheinlich an. So, und jetzt stellt er natürlich die Frage, was passiert dann mit meiner Rente? Ja, meine Damen und Herren, im Grundsatz passiert erstmal mit der Rente gar nichts. Die Rente wird weitergezahlt. Nur die entscheidende Frage ist, wohin wird die Rente dann gezahlt? Wird sie weiterhin auf das Konto des Versicherten gezahlt, des Inhaftierten, oder wird sie dann möglicherweise auf ein Hauskonto oder auf ein Konto gezahlt, wo die JVA den Zugriff hat? Und zwar ist folgendes Problem, was man hier nicht vergessen darf, ist, Inhaftierte müssen sich an den Haftkosten beteiligen. Und zwar gibt es nach § 50 Strafvollzugsgesetz einen sogenannten Haftkostenbeitrag. Und da steht drinne als Teil, ich mache das mal ein bisschen größer, vielleicht können wir das dann mal besser sehen, als Teil der Vollstreckung, als Teil der Kosten der Vollstreckung der Rechtsfolgen einer Tat erhebt die Vollzugsanstalt von dem Gefangenen einen Haftkostenbeitrag. Der Haftkostenbeitrag wird aber nach Landesrecht geregelt, das heißt also die Höhe des Haftkostenbeitrags. So, und damit die Vollzugsanstalt sozusagen an das Geld rankommen kann, an den Haftkostenbeitrag rankommen kann, muss das Geld irgendwo hinkommen. Und dann läuft das meistens über eine sogenannte gesetzliche Abtretung. Das heißt also, diese Rente wird dann auf das Hauskonto oder ein Teil der Rente wird auf das Hauskonto der JVA überwiesen und deckt dann somit den Haftkostenbeitrag. Das heißt also, ich bekomme dann als Rentner zwar weiterhin meine Rente gezahlt, aber ein Teil davon geht in die JVA und der andere Teil bleibt dann sozusagen zu meiner privaten Verfügung. Das ist genau die Frage, um die es hier wahrscheinlich ging. Was wird dann mit meiner Rente? Die Rente wird weitergezahlt, aber sie wird dann eben zum Teil zur Deckung des sogenannten Haftkostenbeitrags nach § 50 Strafvollzugsgesetz herangezogen. Die Höhe der Haftkosten legt das jeweilige Bundesland, in dem die JVA ist, wo der Inhaftierte oder wo der dann zu Inhaftierende untergebracht wird, dann selbst fest. Meine Damen und Herren, wenn es um eine Ersatzvornahme oder eine Ersatzzwangshaft geht, dann kann ich eigentlich nicht verstehen, warum man hier da in den Knast will. Also dann würde ich doch bitteschön den entsprechenden Geldbetrag zahlen oder meinetwegen beim Gerichtsvollzieher die entsprechende eidesstattliche Versicherung abgeben, damit es da nicht zum Haftantritt kommt. Aber das muss jeder selber wissen. Vielleicht findet ja unser Anfragende es tatsächlich ganz nett im Knast oder aber er ist tatsächlich dann auch rechtskräftig verurteilt worden wegen einer strafbaren Handlung und muss deshalb ins Gefängnis. Dafür muss er letzten Endes dann auch die Haftkosten übernehmen, weil er eben eine sehr hohe, also nicht weil er eben eine hohe Rente hat, sondern weil er eben eine gesetzliche Rente hat. Und was ganz wichtig ist, bitte nicht vergessen, der Haftkostenbeitrag darf auch von dem unpfändbaren Teil der Bezüge, nicht aber zu Lasten des Hausgeldes und der Ansprüche unterhaltsberechtigter Angehöriger angesetzt werden. Das heißt also, wenn ich eine Rente habe, die an sich unpfändbar ist, dann kann auch der Haftkostenbeitrag von dem unpfändbaren Teil der Rente angesetzt werden. So ist die Rechtslage. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.